Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Format. Ja, heute so ein bisschen wenig reparieren. Nichtsdestotrotz kommen wir auf ein Problem zurück und zwar das, was ich mit dem TT habe. Da habt ihr mich natürlich auch auf gute Ideen gebracht und diesen gehen wir zusammen heute nach und da werden wir den ultimativen Fehler feststellen, warum die Ladespannung an meinem Audi so gering ist. Ich habe gestaunt, aber es scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein. Aber als erstes, das ist eigentlich das Hauptthema von heute, bin ich bei der Postbox, muss nämlich etwas wegschicken. Und lasst euch von den Gerappeln nicht abbringen. Hört man wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera. Das ist nämlich auch nochmal das Hauptthema heute, warum wir hier zusammen sind. Liegt hier im Fußraum und das wollte ich euch gleich mal zeigen, was richtig geil ist für Weihnachten. Kommt zur Postbox erstmal. Versenden und da geht schon wieder was durch. Wenn er denn mal scannen würde, in letzter Zeit ist das echt problematisch. Da muss man nämlich so einen Code mit eingeben. Das ist echt nervig. Das ist ein ganz langer Code. Der steht auf der Schachtel. Und den gebe ich jetzt mal eben ein. Haha, zack. Alles drin. So, und alles ist eingelegt. Komisch, wie das ist, wenn ich gerade von der Postbox komme und die Kamera läuft schon hier. Das ist natürlich alles vorbereitet, Leute. Sowas gehört zum Video, dass man das vorbereitet. Ja, an dieser Stelle erst einmal wollte ich eigentlich schon in der Garage machen. Normalerweise brauche ich das hier nicht machen. Wie auch immer, an dieser Stelle erst einmal hier, bevor ich es vergesse. Vielen Dank für die Bestellungen bei mir in meinem Schraubershop. Nicht nur Merch-Artikel, sondern auch andere diverse Sachen. Ich bin nicht so gut ausgestattet wie der K-Graf, aber trotzdem ein paar nette Dinge. Deshalb vergesst nicht, da vorbeizuschauen. Ja, der Shop ist heute wirklich das Thema eigentlich, worüber ich reden will. Und ich bin so glücklich, das, was da im Fußraum liegt, Leute. Aber das stelle ich euch echt in der Garage vor. Das ist so gut. Ist mir schon eigentlich fast zu schade, es abzugeben. Aber mit der ganzen Menge, die da liegt, sind auch nicht so viele, 18. Mit der ganzen Menge, die da liegt, kann ich alleine auch nichts anfangen. Deshalb, wisst ihr was, ich schalte gleich in der Werkstatt ein. Da messen wir erstmal noch die Spannung am TT, am Generator. Was wir machen, da habt ihr mir gesagt, messt doch mal, wie viel Ampere der Generator macht. Das ist das Problem, der hat schon geladen jetzt über Nacht und ich habe versucht gerade mal so ein bisschen den Akku leer zu machen, den Kompressor, Luftfahrwerk hoch runtergefahren, Kompressor leer gemacht, der hat gezogen, nicht angelassen, also so ein bisschen müsst ihr jetzt noch aufladen. Wir gucken uns das an. Ich habe hier nämlich so ein Ampermeter und einen Multimeter in einem. Wir gehen direkt an die Minusklemme und gucken die Stromaufnahme. Ja, das schwankt so bei 15, 16 Ampere. Ich hätte gesagt, das ist völlig in Ordnung. Der nächste Test, den wir machen, ist ganz wichtig. Die Spannung messen einmal an der Batterie und einmal direkt am Generator. Wie viel Spannung hat er eigentlich? Also von der Ampere her hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Ihr könnt mir sagen, ob er mehr machen müsste. 15 Ampere circa zieht er. Jetzt schließen wir unsere Klemmen an. Wir können hier auch Watt messen, aber das ist dann Wechselstrom. Auf Volt. Zwei Spitzen. Einmal an die Batterie und einmal am Generator. Da wo das dicke Kabel von der Batterie zum Generator geht, da müssen wir damit dran. Und zwar ist das
machen wir das dann. Also hier ist die Klemme. Ich halte mal da dran. Ja Leute, schaut euch das an. 14,2 Volt. Licht leuchtet, Musik ist an. Unglaublich, oder? Lüfter laufen sogar. Lüfter läuft wegen der Klimaanlage. 14,2 Volt. Jetzt gehe ich mal hier auf die Batterie. So. 14,0. Aha, okay. Letztens sah das Ergebnis ganz anders aus. 14 ist sogar noch okay. Aber wenn er richtig warm wird, dann sage ich euch, Leute, geht das runter auf 13. Ja, und 13,5. Und wenn ich da anschließe, dann ist er immer auf 14,2. Auch wenn der Motor warm ist. Hätten wir es. Habe ich euch mal gezeigt, wie meine Vorgehensweise ist. Das ist ja, wie es immer ist, es ist der Vorführeffekt, dass er jetzt gerade auch wieder die Spannung gut anzeigt. Obwohl das so nicht richtig ist, aber ich habe das ja schon mal erwähnt beim letzten Mal. Wenn der Motor heiß ist, dann ist das echt problematisch. So, und jetzt kommen wir zum ultimativen neuen Stuff im Schraubershop. Schaut euch das an. Ja Leute, ist das nicht herrlich? Neben der Schrauberratsche, die ich mit oder ohne Schlüsselanhängerloch für euch fertig mache, mit viel Mühe hier rumstehe und Loch reinbohre, das da reinlaser und dann auch noch eine ultimative Verpackung, solange es noch geht, ich die Zeit habe, mache ich noch so eine ultimative Verpackung dafür. Das ist echt ein Hingucker. Aber ein Hingucker ist das neue Werkzeug, welches ich mir angeschafft habe für euch. Findet ihr ab sofort unten im Shop. Begrenzte Stückzahl aktuell auf 18. Ich würde gerne mehr machen, Leute, aber das ganze Zeug, das ist echt nicht günstig. Und ich habe gedacht, Mensch, zumindest zu Weihnachten ein paar Sachen im Shop rein für mich und für euch. Ne? Es freut das Schrauberherz und es freut auch mein Herz, diesen super Ratschenkasten. Ja, ich würde ihn euch gerne einmal kurz erklären. Es ist genau die Ratsche, die ich auch schon hier als Schrauberratsche für euch anbiete. Es ist genau die gleiche Ratsche, allerdings haben wir hier eine Bitratsche. Die Verpackung selber habe ich mit Schrauber Laser markiert, kein Aufkleber oder so. Ich habe aktuell keine Lust, dass hier irgendwas abgeht. Aber wenn ihr das bei mir im Store bestellt, kriegt ihr auf jeden Fall einmal einen Duftanhänger mit dabei und einmal so einen ganz kleinen ultimativen Glitzer-Schraubaufkleber mit dabei. Den zeige ich euch gerade mal. Und so sieht er aus, den habe ich mir schon mal bei mir auf die Seitenscheibe geklebt. So ein schöner Silikonaufkleber. Glänzend, sieht echt nice aus, macht was her. Also mir gefällt er richtig spitze. Und da und den lege ich euch bei, nicht so lange Vorrat reicht, sondern zur Weihnachtsaktion. Wer noch vor Weihnachten das kauft, bekommt den Aufkleber auch nochmal mit da rein. Also wir haben hier einmal diese schöne Bitratsche, die es so schon als Single-Bitratsche bei mir gibt. Allerdings hat diese Bitratsche hier das ultimative Schrauberlogo in der Nanogröße. In der Bitratsche ist ein Magnet, damit auch die Bits nicht rausfallen und logisch umschaltbar. Dann haben wir eine Bitratschenverlängerung. Klar, magnetisch, fällt nicht raus. Auch hier ist ein Magnet, dass wenn wir so ein Bit hier rein tun, dass das Ganze nicht rausfällt. Klasse. Und zum Lieferumfang gehören hier einmal ein Adapter
von Bit auf Nuss. Das wäre dann hier zum Beispiel die 4er Nuss. Und da haben wir die 5er, 6er, 7er, 8er, 9, 10, 11, 12 bis 12. So sehen die Nüsse aus. So. In diesem Fall ist es jetzt eine 9er. Macht euch keine Sorgen, das ist hier nur Kondensat, weil es echt kalt ist. Gerade Weihnachtszeit, Leute. Es ist kalt, ich habe warme Hände. Und dann kondensiert das Ganze hier so ein bisschen. Auf jeden Fall schöne Nüsse. Dann haben wir hier Imbussnüsse. Wir haben hier eine 8er, 6er, 5er, 4er, 3, 2, 1er. Unfassbar, oder? 1 mm Imbussnuss für die Modellbauer und Uhrmacher unter euch. Dann haben wir drei verschiedene Kreuznüsse. Ja, so, drei verschiedene Kreuz, drei verschiedene Schlitze und dann haben wir natürlich auch Torx dabei. 27er ja, Bit mit einem Loch in der Mitte, TX, 25, 20, 15, 10 und dann noch kleiner, Leute. Auf jeden Fall diese 27er, aufgrund dieser Form passt er auch in einen 30er rein. Unglaublich cool. Schaut euch die an. So sehen die nämlich aus. Richtig klasse. Ja, Leute, und das war es eigentlich in diesem Video. Das war eigentlich der Grund dafür. Das neue Format, neues im Schrauber-Shop. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da extrem stolz drauf. Gefällt mir super. Die Ratschen hier mit Begeisterung, die Leute, die sich so eine angeschafft haben, mit Begeisterung, die sich das Video hier anschauen, können das gerne unten mal bestätigen, was ihr davon haltet und was ich mir natürlich einfallen lassen habe wegen dieser Verpackung. Finde ich natürlich auch ultimativ, aber das war dann so eine Idee, das habe ich noch nicht mal jemandem gesagt, dass ich das so mache. Mache ich, solange ich es noch kann, habe ich schon vorhin erwähnt. Ja, aber dieser Bitkasten, warum habe ich nur 18? Da wurden mir direkt zwei Stück aus der Hand gerissen. Ich bin noch nicht mal damit nach Hause gekommen. Wurden mir zwei Stück aus der Hand gerissen, aus der Familie. Von der Familie. Ja, Leute, das war's in diesem Video. Einmal zum TT. Okay, wir haben jetzt einen Spannungsabfall gehabt zwischen Plus Batterie und Plus Generator 0,2 Volt. Aber ich kann es euch bestätigen, vor ein paar Tagen, als es wärmer war, ich glaube vor eineinhalb oder zwei Wochen, da war das Auto auch mal heiß gefahren, habe ich gemessen. 13,4 Volt an der Batterie, 12,2 am Generator. Plus Kabel instand setzen. Und da bin ich auf eure Tipps gespannt. Ich habe schon einen Kumpel angesprochen, der soll mir so ein Kabel besorgen. Es ist nämlich ganz wichtig, du kannst nicht einfach ein K-Hifi-Kabel nehmen. Ich glaube, die müssen nämlich auch noch verzinkt sein. So ein K-Hifi-Kabel, das ist nicht geschützt, geht da Wasser rein, kannst du nach einem Jahr wieder neu machen. Und die sind auch nicht gerade billig, diese von für die Endstufen, die ich hier habe, 50 Quadrat und so. Ich werde mir neue Batteriepole drauf machen, so richtig große. Das neue Kabel, werde ich gucken, was ich da kriege. Wenn ich keins kriege, dann wäre es natürlich cool, wenn ihr mir das unten schreibt. Vorne im Motorraum haben wir locker 100 Grad, 100, 110 teilweise im Sommer. Deshalb muss es wirklich halten, das Kabel. Nicht, dass das Auto abbrennt, wenn mal was ist. Ja, das wird so das nächste sein oder in Kürze, was ich machen werde. Und ja, und ich glaube, das wär's. Ich freue mich natürlich auf euer Feedback, auf eure Aktion. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn ich damit zur Post gehen kann und ja, den geilen Ratschenkasten an euch nach Hause schicken kann, damit er bei euch unter einem Tannenbaum liegt. Ja, das wär's in diesem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst hier auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.